Aufgegleist, der GDL-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Wir sind wieder da und senden aus dem wunderschönen, heute sehr golden herbstlichen Leipzig. Aus aktuellem Anlass widmen wir uns heute dem Thema Ausbildung im Eisenbahnsektor. Hier hat sich in den letzten Monaten richtig viel getan, denn die alte Ausbildung, Eisenbahner im Betriebsdienst, gibt es so nicht mehr. Stattdessen sind zwei neue da. Sie heißen Eisenbahner im Betriebsdienst Lokführer und Transport und Eisenbahner in der Zugverkehrssteuerung. Die GDL hat hier wesentlich mitgestaltet und das ist der Grund, warum wir uns heute das Thema Ausbildung vorknüpfen. Über die beiden neuen Ausbildungsberufe reden wir im zweiten Teil des Podcasts. Jetzt möchte ich Ihnen gerne meine beiden ersten Gäste vorstellen, mit denen ich darüber reden werde, was eine Gewerkschaft eigentlich mit dem Thema Ausbildung zu tun hat und wie es um die Ausbildung im Eisenbahnsektor bestellt ist. Bei mir ist zu meiner Rechten Johannes Diekmann, 20 Jahre alt und Lokführer DB Regio Südost. Seit 2020 ist er in der Jugend- und Auszubildendenvertretung, kurz JAV, und tritt derzeit auch wieder als Kandidat bei den JAV-Wahlen an. Mir gegenüber, zu meiner Linken, sitzt auch Patrick Weber, bei dem die Ausbildung schon ein paar ganz kleine wenige Jahre her ist. Er ist der stellvertretende Bundesjugendleiter bei der GDL. Schön, dass ihr beide da seid. Hi. Hallo. Johannes, ich würde gleich mit dir anfangen, wenn wir über das Thema Ausbildung reden. Wo drückt denn der Schuh? Oder weiß nicht, wie man das sagt, wo schleift die Schiene? Wo quietscht die Schiene am meisten im Bereich Ausbildung im Eisenbahnsektor? Wenn wir darüber reden, woran fehlt es im Eisenbahnsektor, dann rede ich hier viel von der Lokführerausbildung, weil ich die natürlich auch mal selber durchgelaufen habe. Und da sind wir an einem Punkt, wo uns die Leute auch fehlen, die Praxisvermittlung machen, die Theorievermittlung machen. Das liegt viel an Strukturen, die da der DB-Konzern sich selbst schafft, mit dem er meint, dass er dann die Ausbildung verbessert, was da aber eigentlich eher nicht der Fall ist. Auch Fachtrainer und Fahrtrainer, die die Praxisvermittlung übernehmen, haben uns leider auch viele verlassen. Es sind auch ein paar neue dazugekommen, was aber wohl damit auch zusammenhängt, dass wir in der Vergangenheit da eine sehr dubiose Regelung hatten, die DB da immer verschiedenste Modelle angewandt hat. Durch die Tarifverträge, die die GDL letztes Jahr abgeschlossen hat, haben wir da mittlerweile eine vernünftige Lösung gefunden. Die bekommen ihre LF4 ausgezahlt plus noch die Praxisvermittlungsprämie, sage ich jetzt mal dazu. Das sind nochmal 12,50 pro Tag, die der Fachvermittler dann da bekommt. Und das ist auch richtig so. Grundsätzlich sind wir da auch als JAV immer dabei, den Arbeitgeber aufzufordern, mehr solcher Leute eben einzustellen. Die Arbeitgeber sehen das dann meistens nicht so ein, weil sie der Meinung sind, das ist ausreichend. Da können wir nur ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Ab nächstes Jahr wird uns im Oktober dann die Regelung begleiten, dass auch unter 18-Jährige bei Fahrtrainern zu Recht nur noch mitfahren dürfen. Mhm. Bisher dürfen sie das noch überall. Und ich glaube, spätestens dann wird der Arbeitgeber leider Gottes aufwachen und merken, es sind zu wenige, wenn wir als JAV dann das erste Mal auch ablehnen, dass die Azubis Schichten draußen rumfahren. Mhm. Was wir so eigentlich nicht wollen, weil uns ist natürlich auch dran gelegen, dass die Ausbildung so qualitativ hochwertig bleibt, wie sie das mal gewesen ist. Was noch? Was sind noch Themen, die so unter den Nägeln brennen? Ich weiß nicht, Patrick, bei dir ist es ja, haben wir ja gesagt, ganz kurz her mit der Ausbildung, aber du kriegst es ja auch noch mit. Was sind noch so Themen? Ist Übernahme nach der Ausbildung, ist das ein Thema? Ist das was, womit man sich beschäftigt? Ist das was, was problematisch ist? Also da sind wir tatsächlich auf einem guten Weg. Ja. Wir weisen ja die GDL, als GDL den Arbeitgeber seit Jahren schon darauf hin, seit Jahrzehnten sogar schon, übernehmt eure Azubis. Wir sind jetzt irgendwo bei einem Schnitt. Ich kann es von meinem Betrieb sagen. Ich bin 27 und der nächstfolgende, der kommt, ist irgendwo Anfang, Mitte 50. Also wir haben teilweise Alterssprünge von 30 Jahren dazwischen. Jetzt ist der Arbeitgeber mal aufgewacht nach wirklich gut und gerne 20, 30 Jahren Personalabbau und hat gesagt, Mensch, wir müssen ja mal wieder Leute einstellen. Wir als GDL, wir propagieren das schon Jahrzehnte wirklich. Die Frage ist bloß, was macht man mit den Azubis? Wir haben vielerorts die Situation, dass die Azubis auf der Rangierlok hängen bleiben und nicht in den Streckendienst kommen. Auch dafür setzen wir uns ein, dass die Azubis sagen, wir machen jetzt ein, zwei Jahre Rangierdienst und danach können wir Strecke fahren, weil das ist, was wir wollen und wir es uns feststellen müssen, wie beim Arbeitgeber DB AG,
dass uns die Azubis einfach weglaufen. Die sagen, wir gehen zu einer Wettbewerbsbahn, wir haben überall die gleichen Konditionen, die wir als GDL erarbeitet haben. Und dann ist meine Lok eben nicht rot, sondern blau. Und dann kann ich das machen, was ich wollte, Strecke fahren und nicht 20 Jahre auf Drangschillerpasar. Was kann man da machen? Also wir nehmen den als Betriebsrat, den Arbeitgeber in die Pflicht und halten ihm die Situation vor Augen. Wir haben die Personaltabellen und können sagen, so und so sieht's aus. Jetzt dieses Jahr verlassen uns 5 bis 10 Leute, steuert nach, übernehmt eure Auszubildenden. Und auch als GDL sagen wir setzen uns dafür ein, dass zum Beispiel bei den Ausschreibungsverfahren, zum Beispiel bei der S-Bahn Leipzig, Ausbildungsquoten mit eingeführt werden in die Tarifverträge, dass man sagt, wenn wir jetzt eine Ausschreibung haben, dann möchten wir gerne eine Ausbildungsquote haben, dass mindestens 10 Azubis pro Jahr ausgebildet werden. Auch das ist unsere Aufgabe und dann nehmen wir die Zweckverbünde, den Aufgabenträger mit in die Pflicht. Wir sind ja als Jugend- und Auszubildendenvertretung da auch immer mit eingebunden in den Prozess, wenn Azubis rekrutiert und eingestellt werden. Wir waren vor einem Jahr in der Situation, dass uns der Arbeitgeber gesagt hat, er möchte überhaupt keine Azubis mehr ausbilden in Leipzig. Da sind wir ja mit einem tollen Initiativantrag drauf zugegangen und haben gesagt, hört mal, ihr habt hier eine soziale Verantwortung, auch für die Region. Ja, gerade die DBAG schmückt sich ja immer mit dem Stichwort, ich bin der tollste Arbeitgeber in Deutschland, ja, ne? Ja, genau. Kommt zu uns und dann sind sie aber hier auf dem Punkt, wo sie sagen, ja, wir stellen die Ausbildung komplett ein und bilden überhaupt niemanden mehr aus. Und unser Antrag hat ja auch da Erfolg gehabt. Also man sieht, die Forderungen, die wir stellen, die bringen auch am Ende was, ne? Wenn wir da mit Nachdruck da dann auf den Arbeitgeber auch zugehen und ihn auf seine Verantwortung hinweisen, die er ja groß propagiert in den Medien. An dieser Stelle lohnt es sich, das Gespräch kurz zu pausieren und sich das, was Johannes gerade berichtet hat, genauer anzuschauen. Denn was das für eine Erfolgsgeschichte ist, von der er da gerade sehr bescheiden erzählt hat, das ist mir tatsächlich erst nach dem Gespräch mit den beiden so richtig klar geworden. Und deswegen habe ich Johannes hinterher nochmal gebeten, mir detaillierter zu erzählen, was bei DB Regio in Leipzig vor einem Jahr genau los war. Als der Arbeitgeber mit dem Vorhaben da auf uns zugekommen ist, dass er die Berufsausbildung für den Eisenbahn- und Betriebsdienst, damals noch Fachrichtung Lokführer und Transport, einstellen will am Standort, haben wir natürlich erstmal Unverständnis gegenüber dem Arbeitgeber in Gesprächen geäußert, haben auf die soziale Verantwortung hingewiesen, die der Arbeitgeber doch auch für die Region vor allem hat. Leipzig als größte Stadt in Sachsen und keine Ausbildung beim besten Arbeitgeber Deutschlands. Das ist für uns einfach ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Der Arbeitgeber hat auf diese Gespräche nicht wirklich reagiert, hat unser Problem und auch die Sorge damit nicht wirklich verstanden, woraufhin wir dann als Jugend- und Auszubildendenvertretung einen schriftlichen Antrag aufgesetzt haben über 1,5 Seiten, der auch da nochmal mit etwas schärferen Formulierungen die bessere Verteilung der Ausbildungsplätze innerhalb der Region gefordert hat, haben auch nochmal die Frage aufgeworfen, ob Azubis denn oder künftige Auszubildende ihrem wahrscheinlich Traumberuf oder dem Beruf, den sie erlernen wollen, hinterherziehen werden, wenn sie den jetzt nicht in Leipzig, in ihrer Umgebung, wo sie vielleicht auch aufgewachsen sind, ihre Freunde, ihre Familie haben. Sie werden dem in aller höchster Wahrscheinlichkeit nicht hinterherziehen. Es gibt andere EVUs, also Eisenbahnverkehrsunternehmen, die in Leipzig ausbilden. Es hat ein bisschen längeren Atem gebraucht, bis der Arbeitgeber das dann natürlich verstanden hat. Mit dem Antrag dann hat es, glaube ich, auf jeden Fall angefangen zu rattern, weil es dann auch ein paar Wellen geschlagen hat innerhalb der Führungspositionen und da dann bis hoch in den Vorstand wahrscheinlich auch ging. Also ist unsere Vermutung, denn es kam nach diesem Antrag dann die Entscheidung, dass man für Leipzig weitere 6 Ausbildungsplätze für das Jahr 2022 eben ja zugesteht und da auch weiterhin ausbilden will. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man für 2023 eben sagt, wir wollen sogar 8 Auszubildende am Standort Leipzig. Also ist hier, denke ich, schon von einem großen Erfolg zu sprechen, den wir als Jugend- und Auszubildendenvertretung da eingefahren haben, mit Druck, den wir in Gesprächen schon auf den Arbeitgeber ausgeübt haben. Und dann eben auch nochmal in einem schriftlichen Antrag, der ja scheinbar schon seine Wirkung dann gelassen hat, eben weil er
auch nicht einfach nur geschrieben hat, wir fordern Ausbildungsplätze am Standort Leipzig, sondern wir auch nochmal schriftlich dargelegt haben, wo die Probleme sind, dass es nicht sein kann, dass der angeblich beste Arbeitgeber Deutschlands doch jetzt hier die Ausbildung in der Region einstellen will, haben auch nochmal auf den auszubildenden Markt hingewiesen, dass der nicht mehr so ist wie vielleicht vor 20 Jahren, wo man froh war, eine Ausbildungsstätte zu bekommen, sondern wo wir auch da eine Freizügigkeit haben, also wo sich jeder junge Mensch auch aussuchen kann, wo möchte er seine Ausbildung machen. Es stehen verschiedene Unternehmen da zur Verfügung. Und ja, also ich finde nach wie vor, das war ein wirklich großer Erfolg unserer Jugend- und Auszubildendenvertretung in der damaligen Amtszeit. Und das zeigt natürlich auch auf, dass eine Jugend- und Auszubildendenvertretung etwas bewirken kann. Auch der Betriebsrat und die Ortsgruppe der GDL haben sich mit engagiert und so ist das Ganze eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass man gemeinsam und stark und unbestechlich und am Ende eben auch erfolgreich sein kann. Aber jetzt zurück zum Gespräch. Es ist auch schwer verständlich, wenn ich mich nicht um meine Auszubildenden kümmere. Ja, dann wo sollen denn die Fachkräfte dann herkommen? Ich glaube, das Problem da bei der DB AG ist teilweise, dass man zu kaufmännisch an alle Sachen reingeht. Also die fachlichen Bereiche, die weisen da sicherlich auch drauf hin und sagen, hier, das kann so nicht mehr funktionieren, wir brauchen Personal. Und dann kommt aber der Kaufmann irgendwo in die Sitzung rein und rechnet dann alles weg und sagt, das ist uns zu teuer. Ja, sicherlich ist Ausbildung teuer. Das steht außer Frage, aber das ist eine Investition, ich glaube, ne? Aber es ist eine Investition, die langfristig was bringt, ne? Und gerade bei uns in Leipzig, da wird uns immer dann vorgehalten, ja, die Azubis sind doch dann eh weg. Sage ich, nein, das sind sie nicht. Wenn wir weiterhin die Arbeitsbedingungen da auch verbessern und die Bahn da auch ein bisschen einsichtiger wäre vielleicht an einigen Stellen, dann würden die auch sehen, dass es ganz gut ist, beim Arbeitgeber Deutsche Bahn zu sein. Ja, also nach all dem, was wir jetzt geredet haben, wo es drückt, was man aber auch erreichen kann, was ihr schon erreicht habt jetzt hier in Leipzig, du hast ein Beispiel gebracht, Johannes, auf den Punkt gebracht, was bringt es als Azubi, sich in der Gewerkschaft zu engagieren? Ich bin ja selbst nach einem Jahr Ausbildung direkt hatte ich das Gefühl, ich muss mich jetzt engagieren. Warum? Weil es zu schlecht war von den Bedingungen her? Oder weil du gesagt hast, irgendeiner muss ja? Grundsätzlich war ich schon immer der Typ, der das gern mal gemacht hat, sich dafür zu engagieren. Aber habe auch gesehen, dass wir halt so viele planerische Sachen haben, die einfach schlecht organisiert sind. Wo ich aber weiß, wenn ich da in eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gehe, dann kann ich da auch was verändern, kann da mitwirken und kann da einfach zusammen als Gremium auch mit dem Betriebsrat dann, wo man ja Teil von ist, auf dem Arbeitgeber zugehen und da auch seine Forderungen stellen. Und wir haben regelmäßig was bewirkt. Also wir haben jetzt erst unsere Monatsplanung für die Azubis angepasst an alle Regeln, die auch so ein Facharbeiter hat. Was heißt, wenn ich aus dem Urlaub komme, darf mein Dienst jetzt nicht vor 4 oder 5 Uhr sein. Und man sieht da schon was, dass es was bringt. Und ich kann auch nur an alle Azubis, die neu sind oder schon da sind, den Appell richten, geht zu eurer zuständigen Jugend- und Auszubildendenvertretung, die in aller Hoffnung GDL geführt ist, und dann passiert auch was. Wir sind eine tolle Gemeinschaft. Der GDL gibt es viele tolle Leute. Ob wir uns jetzt in der Ortsgruppe treffen, einfach fachlich oder privat mal reden. Wir haben eine tolle Skimeisterschaft als Veranstaltung. Wir haben den GDL-Sommer. Also wir bieten halt auch das, was ein Verein macht, auch dieses Soziale, diese Gemeinschaft, worin man sich auch wirklich finden kann und was wirklich schön ist, neue Leute kennenzulernen, sich fachlich vielleicht ein bisschen auszutauschen, aber auch privat. Also das zeichnet uns auch aus. Wir sind halt ein sehr gutes Kollektiv und ein sehr gutes Kollegium. Gemeinsam statt einsam. Genau. Sozusagen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen cheesy klingt. Also ich nehme mit aus dem Gespräch, die GDL engagiert sich für Eisenbahnerinnen und Eisenbahner ab Tag 1, nicht nur des Arbeitsvertrags, sondern ab Tag 1 der Ausbildung. Und das ist richtig so und das soll auch so bleiben. Gut, Patrick und Johannes, ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, schön, dass wir hier sein durften. Ja, danke auch und bis demnächst. Für Teil 2 des Podcasts ist jetzt mir zugeschaltet aus Frankfurt Matthias Meyer. Matthias Meyer ist Referent des geschäftsführenden Vorstands, verantwortlich für, und das ist jetzt was Langes, Berufsverbandsarbeit und eisenbahnspezifische Bildung und Technik. Na, so lang war es gar nicht. Habe ich Sie richtig vorgestellt, Herr Meyer? Ja, das ist ganz korrekt. Das ist meine Arbeitsaufgabe hier bei der GDL, die ich sehr gerne jeden Tag mache.
Sehr gut. Herr Meyer, es gibt einen Grund, warum wir im Podcast zum Thema Ausbildung miteinander sprechen. Sie sind maßgeblich in den letzten Monaten, Jahren beim Thema Ausbildung dabei gewesen. Etwas ist am 1. September gestartet, was es vorher so noch nicht gab. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass die GDL unzufrieden war. Mit was war denn die GDL unzufrieden und was ist da jetzt passiert? Ja, ganz kurz und knapp gesagt, wir wollten Veränderungen in der Berufsausbildung, und zwar ganz speziell der Berufsausbildung Eisenbahner im Betriebsdienst, der Fachrichtung Lokführer und Transport und der Fachrichtung Fahrweg. Und das war 2019, wie ich hier bei der GDL mit meiner Arbeit gestartet bin, mein erster Auftrag. Mhm. Wir wollten dort neue Pfähle einsetzen als GDL. Wir wollten wesentliche Verbesserungen schaffen für beide Berufe. Und wir sahen die da aktuelle Ausbildungsordnung als nicht mehr fähig an und sind tätig geworden. Was war denn problematisch? Na, ich nenne mal so die Top 5, ja, die wir jetzt erreicht haben mit beiden neuen Berufen. Ich nenne sie jetzt einfach mal. Das ist der Eisenbahner im Betriebsdienst, Lokführer und Transport und der Eisenbahner in der Zugverkehrssteuerung. Mhm. Jetzt zwei eigenständige Berufe, die vorher in einem Berufsbild mit Fachrichtungen waren. Sie stehen in der Berufsfamilie der eisenbahntechnischen Verkehrsberufe in einer Mantelverordnung und die Tops sind gestärkte eigenständische Berufsprofile, also Stärkung des eigenen Berufsprofils als Lokomotivführer, als auch als Mitarbeiter im Stellwerk, als Fahrdienstleiter. Wir konnten die gemeinsame Eisenbahner-DNA, also das Grundwissen der Eisenbahner im ersten Ausbildungsjahr, wesentlich verstärken. Wir starten jetzt neu im zweiten Ausbildungsjahr mit der Fachausbildung. Also statt im letzten Ausbildungsjahr, im dritten, eben da, wir haben ein Mehr an Qualifikationen erreicht. Wir haben neue Standardberufsbildpositionen eingebaut, also wie zum Beispiel die komplexe digitalisierte Arbeitswelt als Beispiel. Und wir haben eine neue Prüfungsnorm eingeführt, die gestreckte Abschlussprüfung, die einfach mal besser hineinpasst. Das Ganze hat am 1. September offiziell angefangen, richtig? Das ist richtig. Jetzt kann man ja vermutlich, also berichtigen Sie mich als GDL-Mitglied nicht sagen oder als Lokführer, die Ausbildung funktioniert nicht, hier müssen wir mal was ändern und dann ändert sich da was. So einfach ist das ja nicht. Was hat denn die GDL jetzt damit zu tun, dass diese Ausbildungsberufe da sind? Na, da würde ich doch einfach mal sagen, na klar ist das ganz einfach in der GDL zu sagen, dass etwas nicht funktioniert. Hm. Wir sprechen ja miteinander in den Ortsgruppen. Wir sammeln unser Wissen. Wir sehen, dass Dinge funktionieren. Wir sehen, dass Dinge nicht mehr fähig sind zu funktionieren. Wir sehen Versäumnisse in der Vergangenheit und haben Ideen für die Zukunft. Und das macht GDL aus. Jedes Mitglied hat in der GDL das Recht und die Möglichkeit, sich einzubringen. Das heißt, alles das, was wir jetzt erreicht haben, haben wir mit und durch unsere Mitglieder erreicht. Das ist das Tolle. Das ist auch das, was mich mal 1994 in die GDL gebracht hat. Hier kann man mitmachen und an Entscheidungen mitwirken, zusammen mit vielen anderen Kollegen. Das ist jetzt Ihr Schwerpunkt Berufsverbandsarbeit. Ist denn die Modernisierung des einen Berufes Eisenbahner im Betriebsdienst, die Aufsplittung in diese zwei Bereiche, ist denn das etwas, wo Sie sagen, das ist jetzt wirklich ein Leuchtturm, eine Leuchtturm-Berufsverbandsarbeit oder das ist Standardarbeit der Berufsverbandsarbeit der GDL oder ist das etwas, wo Sie sagen, da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir das jetzt hingekriegt haben? Ja, na klar. Erstmal bin ich natürlich unheimlich stolz drauf, dass wir es hinbekommen haben. Auch während der Corona-Zeit, in der viel Arbeit war, genau für dieses Projekt. Hm. Und dass wir uns als GDL eben ausgehend von der ersten Idee, das war ein Fünf-Säulen-Modell der Eisenbahnerberufe, da war viel mehr drin, viel mehr Input, viel mehr Ideen. Aber wir konnten uns als Sozialpartner mit anderen Gewerkschaften, mit den Arbeitgebern zusammensetzen und unsere Ideen diskutieren. Und wir konnten wirklich sehr, sehr viel von unseren Ideen umsetzen. Das heißt also, wir waren nicht auf der falschen Autobahn unterwegs oder auf dem falschen Fahrweg, sondern die Ideen unserer Kollegen waren richtig. Wir waren auch bestärkt durch die Forschungsarbeit des Bundesinstituts für Berufsbildung, kurz BIP, welches ja festgestellt hat, dass der alte Eisenbahner im Betriebsdienst mit seinen Fachrichtungen den Anforderungen heute schon nicht mehr gerecht wird, ja, und in Zukunft natürlich schon gar nicht. Und das wollten wir unbedingt ändern. Und das haben wir getan. Und das ist auch, ich sag einfach, gelebte Berufsverbandsarbeit im Sinne unserer Mitglieder. Also
Es gab Wünsche für die Zukunft in die Berufe, die Transformation, gerade die technische Transformation. Wir wollen ja heute junge Menschen einladen, in diese Berufswelt der Eisenbahner, eben der Lokführer und auch der Feinsetter in den Stellwerken hineinzugehen. Und das bedeutet, wir müssen natürlich auch Perspektiven aufrufen, die auch noch in 40 und 50 Jahren gelten. Das heißt also, die jungen Leute müssen fit sein. Die gesamte technische Transformation, die Automatisierung, alles, was in der Zukunft schwebt, mitgestalten zu können. Und das ist gar nicht so einfach, denn wir leben ja heute in einer Eisenbahn, die, sag mal, Probleme hat. Mhm. Wir haben Fachkräftemangel. Wir müssen Prozesse bei der Eisenbahn anders regeln. Und dazu benutzt man auch eben Neuerungsprozesse, um klar zu regeln, was ist Inhalt der Ausbildung. Ja, man bastelt sich ja nicht eine Person, die gerade mal so viel kann, dass sie an einem Ort einen Zug von A nach B fährt, sondern ein Mensch, der in die Berufsausbildung geht, der soll umfassend qualifiziert und befähigt werden, in seinem Berufsleben zu starten. Was er daraus macht, entwickelt sich ja auch erst im Lauf der Jahre, nennt man auch Karriere, das darf man auch sagen. Ja, und so habe ich es auch selbst einmal gelebt. Und man betreibt dann auch ein bisschen Zukunftsforschung, ne? So, weil das ist ja, wird ja nicht alle 5 Jahre geändert, so ein Ausbildungsberuf, sondern das soll ja auch eine Weile halten. Ne? Ganz genau. Also, ja. Na, Zukunftsforschung, ja, doch ein Stück weit kann man so sagen, ja. Sind Sie Zukunftsforscher auch? Ja, ich gucke in die Glaskugel. Genau. Und sehe eben das ein oder andere. Ja, Tendenzen kann man erkennen. Ja, und das macht eben große Freude. Und man muss natürlich die Menschen mitnehmen. Also man verordnet ja nichts. Ja, der Gesetzgeber verordnet etwas. Aber hier in diesem Prozess konnten wir uns mit der GDL als ein starker Berufsverband der Eisenbahner und als Gewerkschaft einbringen. Und das haben wir gemacht. Also wir haben die Möglichkeiten genutzt, gut genutzt. Was auch noch in diesem Aspekt ganz wichtig ist, auch ich habe ja meine Ausbildung zum Lokführer gemacht und bin einen Weg gegangen. Es gibt ja nicht den Weg. Aber das Besondere an heute ist, wir haben Fachkräftemangel, wir haben sogar Arbeitskräftemangel. Die Züge fallen aus, wenn 3 Menschen mal erkrankt sind, weil wir nicht genügend Menschen hier vor Ort haben. Wir können die Arbeit auch nicht noch mehr verdichten, das funktioniert einfach nicht. Aber wir brauchen ein Argument, ich sag einmal ein Werbeargument für junge Leute, hier einzusteigen. Und das ist eine der Aufgaben, die auch die Politik an die Sozialpartner gestellt hat, ob im Zukunftsbündnis Schiene oder jetzt durch den Arbeitsminister Herrn Heil, indem er sagt, modernisiert eure Berufe, das bedeutet nichts weiter als macht euch schön, ja, macht euch attraktiv. Und wir als Gewerkschaft, gerade als GDL, sagen natürlich auch zu den jungen Leuten, ihr steigt hier ein, eine Berufswelt, die auch Regeln hat. Mhm. Und zwar Regeln, die für Arbeitnehmer mehr als nützlich sind. Das sind zum Beispiel die gemeinsamen Entgelte, die wir praktisch bundesweit vereinheitlicht haben. Gemeinsame Grundsätze für Arbeitszeit, für Urlaub und so weiter. Ne? Und hier kann man sich entwickeln. Hier kann man Karriere machen mit diesen Berufen. Und diese Berufe haben klimapolitische Zukunft. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Können Sie uns denn, wenn wir über Zukunft reden, noch einen kleinen Ausblick geben über Ihre berufliche Zukunft? Nicht im Sinne von, wo geht Ihre Karriere noch hin, sondern was haben Sie denn im Bereich Berufsverbandsarbeit noch vor? Können Sie uns da ein bisschen Kopfkino machen, in ganz kurz, bitte? Ich versuche es ganz kurz. wir stecken mittendrin in den Eckwertegesprächen zur Berufsausbildung zum Kaufmann für Verkehrsservice. Auch der muss neu geordnet werden. Es ist die Berufsausbildung, die Zugbegleiter bei der Eisenbahn durchlaufen und auch die Mitarbeiter in den großen Bahnhöfen, ob im Reisenden-Service, beim Kauf eines Tickets, Fahrkarte, Informationen, aber auch für den Bahnbetrieb, die Steuerung der Abläufe auf den Bahnhöfen, der Sicherheit in den Bahnhöfen. Und da stecken wir gerade drin und hoffen, dass wir, haben wir dieses Jahr leider nicht mehr geschafft, nächstes Jahr in die Eckwertegespräche mit den Arbeitgebern einsteigen, zu einem Ziel kommen. Dann wollen wir die Antragsgespräche führen und spätestens im Januar 2024 in die Neuordnung einsteigen und dass dieser Beruf am 1. September 2025 rund erneuert, genauso wie die eisenbahntechnischen Verkehrsberufe, starten kann. Er soll attraktiv sein für die jungen Leute und soll uns die Fachkräfte ins Eisenbahnsystem spülen. Aber kämpfen müssen wir immer noch. Gut, dann nehme ich mit, Arbeit ist nicht abgeschlossen. Arbeit ist bei der GDL aber, glaube ich, nie abgeschlossen.
Es gibt immer einen Grund zu sagen, hier können wir was verändern. Wir reden spätestens im September 2025 wieder miteinander über den neuen Ausbildungsberuf da. Ich wünsche jetzt an dieser Stelle den Azubis, die am 1. September angefangen haben, alles Gute in den neuen Ausbildungsberufen. Mal sehen, was es da für ein Feedback gibt. Herr Meier, ich danke Ihnen für die Zeit heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Berufsverbandsarbeit weiter und ja, bis bald. Ich bedanke mich auch ganz herzlich und sage auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Das Thema Ausbildung stand diesmal im Fokus und wird uns sicher nicht zum letzten Mal beschäftigen. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Matthias Meier für die Einblicke in die neu gestalteten Ausbildungsberufe im Eisenbahnsektor und an Patrick Weber und Johannes Diekmann für ihr Engagement für junge Menschen bei der Eisenbahn. Und weil die Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung jetzt gerade vorbei sind, wünsche ich allen frisch gewählten Vertreterinnen und Vertretern viel Durchsetzungsvermögen, Geduld und Ausdauer bei ihrer Arbeit. Ja, und jetzt kommt das, was an dieser Stelle immer kommt. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, wenn Sie etwas über Ihre Gewerkschaftsarbeit erzählen wollen, dann schreiben Sie uns sehr gerne an podcast@gdl.de. Wo ist der GDL-Podcast zu finden? Auf der Webseite der GDL, www.gdl.de. Wenn da der Podcast nicht auf der Startseite verlinkt ist, gibt es rechts oben die Suchfunktion, da einfach aufgegleist eingeben und schon finden Sie dort alle Folgen zum Nachhören. Auf dem YouTube-Kanal der GDL können Sie uns ebenfalls hören. Der ist ganz einfach zu finden, indem Sie GDL bei YouTube eingeben und schon wird Ihnen der Kanal der GDL angezeigt. Den können und den sollten Sie selbstverständlich auch abonnieren. Uns gibt es außerdem auf Facebook und den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Audible, Podimo und Deezer. Ich sage es immer wieder gern, es gibt überall eine Download-Funktion, mit der Sie die Folge, die Sie hören wollen, zu Hause oder wo auch immer herunterladen und dann offline hören können, wann und wo Sie möchten. Und noch ein extra Tipp, in der September-Ausgabe des GDL-Magazins Voraus ist ein Interview mit Johannes Diekmann drin, den wir im ersten Teil des Podcasts gehört haben. Das Interview ist zwar schon ein bisschen her, aber immer noch aktuell. Lesen Sie also gerne auch da mal rein, wenn Sie möchten. Ich wünsche wie immer allzeit gute Fahrt und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin und tschüss aus Leipzig.